Ich muss schon hier auch sagen, dieses Spiel ist mir ziemlich ans Herz gewachsen. Es macht wirklich übelst Spaß, hier in die unterschiedlichen Rollen von Princess Peach zu schlüpfen. Da hoffe ich natürlich auch, dass die Entwickler vielleicht dann mal mit einem zweiten Teil kommen würden. Eventuell in der Hauptrolle mit Mario oder der ganzen Truppe, wo man unterschiedliche Charaktere nehmen könnte, die irgendwie in andere Rollen danach schlüpfen würden. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber das wäre zum Beispiel eine Idee für eine Fortsetzung. Jetzt geht es ja auch weiter mit einer weiteren Fortsetzung: Mission Spektakuläre Rettung. Und es ist einer meiner Favoritenrollen. Das wäre cool. Der Vorhang öffnet sich. Und ich kann mir übrigens auch sehr gut vorstellen, wenn dann eine neue Nintendo-Konsole erscheinen wird, dass dieses Spiel eventuell sogar noch schneller laden würde. Und wir machen gleich hier weiter, wo wir eigentlich aufgehört haben. Sie haben unsere Forscher entführt. Soll ihr wissen, finsteren Zweck haben was? Wir müssen sie retten. Okay, der Forscher wurde entführt und Princess Peach jetzt hier als Superheldin muss jetzt die Forscher da irgendwie retten. Ja, die Alien-Invasion ist auch da. Macht dich bereit zum Kampf. Ja, okay, wir greifen gleich schnell an. Wow. Schnell gut reagieren hier. Sehr schnell reagieren. Sie kommen gar nicht mehr zum Abschuss, weil ich denke, das gibt uns da den ersten Funkelkristall, wenn man hier schon am besten hier am Aufräumen ist. Ja. Hey, aber da hinten ist ja ein Professor, der da. Oh no, jetzt habe ich einen verpasst. Nein, jetzt hat er den Professor einmal angegriffen. Bitte sag nicht, dass es war. Bitte sag nicht, dass es war. Hey, was ist da los? Da geht's ja richtig krass ab, ey. Hallo. Nein, er raucht schon. War's das? Alles wegen euch. Einen habe ich. Da braucht man ja gute Reflexe hier gleich zu Beginn. Vorsicht, über dir. Ja. Alter, ey, da muss man wirklich mega schnell reagieren. Das ist eine richtige Reaktionsaufgabe gerade, ey. Ja, er lebt zwar noch, aber ich hoffe, das reicht dann noch. So. Krass, man kommt gleich hier, wird gleich mit der Action hier konfrontiert. Da oben auch noch einer. Ey, er kann sich. Lass ihn los, lass ihn. Ey, Alter, lass ihn los. Kann sich eben da nicht. Sie kann sich nicht drehen, was ich irgendwie ein bisschen schräg finde. Ja, nein! Er lebt noch zu gut Glück. Schleife halten, da ist eine Schleife gewesen. Die Schleife. Ja. Hey. Nein, da hinten, lass mich doch nur. Lass mich noch durch. Hey, lass ihn sein. Geht's dir noch gut, Okto, hä? Oh no. Habe ich das geschafft? Komm schon. Nein! Oh mein Gott, er darf überhaupt keinen Schaden leiden. Er bekommen, hä? Ja, toll. Okay, das ist Wahnsinn, hä? Aber schon wieder der. Oh, ich habe doch richtig reagiert. Ja. So, und weg mit dem. Wisst ihr, was ich komisch finde? Ich habe eigentlich das Amulett angezogen für drei weitere Herzchen, aber irgendwie in den letzten Missionen bekomme ich da keine weiteren Herzchen. Also nicht, dass ich das nicht schaffen würde, aber ich finde es einfach ein bisschen merkwürdig. Okay, wenigstens hier zwei bekommen. Hey, also der Starter ging da schon am besten ab, ey. Ja, okay. Für jüngere Spieler, ja. Das ist aber eine ziemliche Herausforderung, wenn man auf die 100% kommen möchte. Ja. Das ist eigentlich auch noch gut, oder? Ready for Action. Okay, die Action beginnt jetzt aber auf dem Boden. Wir suchen die Basis von oben. Ja. Alles klar. Suchen wir die Oberfläche ab. Seid ihr vorsichtig? Ja, okay. Also das heißt, der erste Funkelkristall war am Anfang versteckt. Da müsst ihr einfach nur die ganzen UFOs da besiegen oder so, dass sie nicht angreifen. Hä, sind wir auf dem Mars gelandet oder was? Sieht so aus. Hey, die haben ein Lichtschwert, das Star Wars oder was? Hey, so nicht. Okay, so nicht. Wir sind auf dem Mars. Wir sind auf dem Mars gelandet. Ja. Oder? Ich weiß nicht. Sieht schon so aus. Gut, ich war noch nie in meinem Leben auf dem Mars. Aber wir wissen es ja nicht. So, ist da hinten was versteckt? Bisschen merkwürdig, das Teil hier. Und gehen wir weiter. Oh, ich hoffe, ich habe nichts verpasst. Ich habe irgendwie ein Gefühl, dass irgendwo ein Geheimraum kommen könnte. Kann mir jemand sagen, wo der Geheimraum ist? Der kommt doch jetzt dann, oder? Ja. Oder ist er da? Oder dahinter? Nein.
Oh, es geht weiter. Also, sowieso. Was heißt, es ist wie so eine Wüste im Hintergrund. Oh mein Gott, noch so ein Riesenraumschiff und größeres verfolgt es uns. Es gibt eine Verfolgungsmission. Los! Schnell lauft, ja. Ich habe nichts anderes vor. So. Ja. Weg damit, schnell. Hey, die werden ja eingesaugt. Ja. Da hinten ist ein Funkelkristall. Oh, ich habe einen verpasst. Ich habe sowas geahnt. Das ist sicherlich ein Geheimraum noch gewesen. Hey, der hat sie eingesaugt. Lass sie wieder runter. Lass sie runter. Ja, schaut in die Kamera. Und die Superkraft. Ja. Sind das alle? Ich glaube schon, oder? Nein! Was ist das für eine komische Mission? Okay. Das ist merkwürdig. Ja gut, macht Spaß wieder da reinzugehen. Hier sind wir, hier sind wir, ja da oben sind wir. Kommt jetzt ein Oktopus wieder vielleicht? Das ist eine richtige ähnliche Stage wie beim ersten Teil. Nein, es kommt über den Dom, das Oktopus wieder. Ja, lass mich nach oben. Lass sie frei. Ja. Lass sie frei. So. Ey, no. Ja. Hey, 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 so nicht. So nicht. Ja, ich hätte den vielleicht noch behalten können für die nächsten. Manchmal ist es noch praktisch, die Items irgendwie da noch zu halten. Ey, Junge. Wer hat dir erlaubt, den zu nehmen, Junge? So nicht. Der war awesome Punch, ey. Geht's euch allen gut? Alle noch heil? Ja. Da hinten kommen die Wissenschaftler. Ihr habt das geschafft. Warte, ich dachte, da unten käme schon auch was. Hervorragende Arbeit. Oh oh. Das Motorschiff. Freilassung abgelehnt. Das Ufer von Forin. Das kann nicht sein. Ja, das UFO transformiert sich jetzt zu was? Oh! Es ist sauer geworden, ne? Richtiger Transformer, hey? Ja. Mein Energiesystem ist bereit zur Aktivierung. Professor! Unsere ebenfalls. Kannst du das hier für uns übernehmen? Ja, jetzt. Wow, was bekommt sie jetzt? Geht sie wieder in die Luft? Muss Bedrohung eliminieren. Nun kann ich dich nicht mehr aufhalten. Ja, oh, cool. Oh! Ich wollte eigentlich drücken, aber ich habe den falschen Knopf gedrückt. Hier zurück, ey. Punch. Nochmal zurück. Und wenn es so schön war, nochmal zurück. Nochmal zurück. Gibst du mal auf? Gibst du mal auf, Junge? Ey, Junge, jetzt reicht es mal langsam. Jetzt reicht es mit dir. Weg mit dir ins All. Bam. Ist Peach jetzt gewachsen oder habe ich das nur so gedacht? Ich glaube, die ist gewachsen. Elimination eingeleitet. Hallo, geht's dir doch gut? Boah, richtig krass gemacht, ey. Hey, für dich richtig Supergirl-Style. Bam! Ey, das war's mit den Aliens. Ja, Alter, 3 habe ich ausgelassen. Ja. Wenigstens die Schleife gefunden, das ist schon mal gut. Ja, das war schon eine spektakuläre Rettung, aber ziemlich eine Superheldin-Schleife, cool. Aber ziemlich ein Wirrwarr irgendwie, wo man mega aufpassen musste, hä? Am Anfang weiß man halt nicht so richtig, was man machen muss. Vielleicht klappt es bei meinem zweiten Durchlauf dann und dann, ja, kann ich euch noch das Ganze zeigen, wo was noch fehlt. Ja, jetzt hat sie auch wieder die Kraft hier erhalten. Das heißt, eigentlich müsste man ins Ege runtergehen, aber ich gehe jetzt nicht ins Ege. Ich ziehe da oben dann auch noch weiter. Also beim Start, da müsst ihr wirklich schauen und ihr könnt da auch einmal nur hitten. Und dann trifft es auch die hinteren Gegner gleichzeitig auch noch. Hier muss man hier am besten hier schauen und da noch einen abschießen, da geht es auch. Ihr müsst auch bei den UFOs schauen, dass ihr auch immer die anderen
rettet. Auch hier bei diesem Abschnitt hier kann man auch den Vordersten immer hitten. Da ist jetzt nichts passiert. Auch wenn ihr gehittet werdet, passiert hier nichts. Der Professor dort sollte einfach keinen Schaden erleiden. Oder halt muss man gucken, dass man hier die anderen da rettet. Und das geht's eigentlich. Auch hier kommt auch wieder eine ganze Armee von diesen fliegenden Teilen. Hier kann man auch den Vordersten immer einmal hitten und dann trifft es auch die hinteren. Da muss man auch wieder schauen, dass man die befreit. So, hier auch, da oben noch ein paar. Das hat jetzt nichts gemacht. Auch hier muss man die restlichen da retten. Wenn ihr einen nicht rettet, dann war es das eigentlich schon, was eigentlich noch heftig ist. Da hängt auch einer drauf. Das hier ist eigentlich das Heftigste nach diesen Meteoriten, weil da kommen irgendwie zwei von diesen Oktopusse, wo da nachher draufhängen. Da geht es eigentlich noch hier mit der Schleife. Das ist keine Sache, aber hier hängen zwei drauf. Da müsst ihr echt aufpassen und da kommt nachher nochmal einer da mit zwei. Die müsst ihr auch schnell stoppen. Und dann habt ihr es eigentlich dann auch geschafft und er sagt euch alles in Sicherheit. Und dann gibt es auch diesen fehlenden Kristall dazu unten. Nach dem Levelabschnitt gibt es hier so ein Fahrzeug, das nehmt ihr einfach da schnell weg. Und wirft es einfach irgendwo hin. Das braucht ihr eigentlich gerade nicht. Und darin ist eigentlich der versteckte Raum auch zu finden, wo ihr noch ein bisschen kämpfen müsst. Hier schon gegen zwei UFOs. Und dann erhält ihr auch noch diesen fehlenden Kristall, den ich da verpasst hatte. Da ist er unten. Bei dieser Mission geht es eigentlich darum, die kleinen drei da zu beschützen, indem ihr einfach diese Fahrzeuge da schnell nehmt und dem UFO anwirft, damit es einfach nicht näher kommt und die kleinen da mitnimmt. Und anscheinend, sobald es eins da entführt, war es das nachher auch. Der Kristall, den hatte ich ja eigentlich schon davor. Aber die Hauptmission ist eigentlich, dass man die Kleinen da beschützt. Und wenn ihr das Ganze eigentlich auch richtig gemacht habt, ohne dass irgendwas so ein Klein da entführt wurde, dann werdet ihr auch mit einem Funkkristall hier noch belohnt. Also mir hat das Theater sehr gut gefallen. Wie der erste Teil ist ein bisschen aufregender gewesen, was die Action anging, gleich zu Beginn und so. Aber ich habe es trotzdem richtig nice gefunden. Ich weiß nicht, wie es euch gefiel. Lasst es mich doch in den Kommentaren wissen. Bis zum nächsten Theater.